So, jetzt hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Ein Schüler hat wegen des einseitigen Hebels mal so ein Modell einer größeren anerkannten Spielzeugfirma mitgebracht, hat er seinem Bruder geraubt. Und, nee, der hat das freiwillig gegeben, um uns hier mal einseitige Hebel zu zeigen, wie sie eigentlich relativ ungewöhnlich zu beobachten sind. Zwar ist ein gemeinsamer Drehpunkt zu sehen, aber das Schicke dabei ist, der gemeinsame Drehpunkt, das kommt ja noch viel besser, der ist versteckt. Und wir sehen die beiden Seiten, die einen gemeinsamen Hebel haben, eines einseitigen Hebels. Herr Kollege, darf ich Sie bitten, beginnen Sie. Wie man sieht, sind hier kleine Hebel, ein gelber und ein roter. Und wenn man die Hebel vorne bewegt, bewegen sich hier diese kleinen roten Teile. Die sind, warte, sie müssen von hier mal. Nein, genau hier nach oben drauf. So. Ich hoffe, dass wir das alles sehen. Hier sind die hin festgemacht. Wenn der man Trick ist, wir sehen es hier nicht. Gib mal her. Okay. So. Wenn man das kleine Teil hier sehen könnte. Hier ist so eine Stange. Ja. Da man sagt Welle dazu. Auf dieser Welle sitzt dieser kleine rote Hebel. Jetzt gucken wir mal, wo der große rote Hebel ist. Hier ist der große rote Hebel. Jawohl. Das ist eigentlich nur ein riesen einseitiger Hebel, der hier durchläuft. Mit verlängertem Drehpunkt sozusagen. Ja. Wunderbar. Sehr schön zu sehen. Und wenn man das kleine Lego-Teil, das bewegt sich dann hier. Jetzt muss ich das ein bisschen kippen und die müssen von hier drauf. Aha. Und hier ist ein kleines rotes Teil. Das bewegt sich in verschiedene Zahnräder. Eine Schaltkulisse, okay, das ist dann das Getriebe. Werden dann verschiedene Funktionen ausgeführt. Wunderbar, gut. Das genügt jetzt für diesen einseitigen Hebel absolut, aber ich sehe hier gerade noch was. Obwohl es kein echter einseitiger Hebel jetzt zu sein scheint. Doch. Doch, hier auch, ja. Naja, gut. Jetzt möchte ich nicht unbedingt Werbung machen, aber ich glaube, an diesem Modell kann man sehr viel lernen. Auch hier sieht man, auf einer Welle verlängert, ja, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die kraftsparende Einrichtung, aber alle Wellen bilden diese gemeinsamen Drehpunkte für solche einseitigen Hebel. Gut, damit das Video nicht zu lang wird, ich denke mal, das ist ein Beifall wert und wir schließen erstmal das Video an der Stelle ab.